So, herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play. Und ich dachte mir, was kann ich als nächstes spielen? Was für ein Spiel packe ich als nächstes auf meinen Channel? Ich meine, ich habe jetzt Finding Paradise ist fertig, Baphomets Fluch ist fertig, Assassin's Creed und Dead Space sind auch fast fertig. Und dann habe ich aus Zufall vorgestern gesehen, dass es für Mafia, im ersten Teil von Mafia, ein gutes Modpack gibt. Da haben die irgendwie 2 Jahre dran geschraubt oder so. Und im Grunde spiele ich jetzt quasi Mafia, die Remastered Version. Wir können mal kurz gucken, wenn wir hier bei der Autozyklopädie gehen. Wir sehen neue Models. Wir haben jetzt richtige Models, also keine komischen, irgendwelchen Random-Autos mehr, sondern wirklich hier Ford und Cadillac und Chevrolet. Wir haben also richtige Real Models und auch die generell die Models der Autos sind deutlich verbessert, wie man das sieht hier. Das ursprüngliche Game ist von 2002. Von daher sieht man hier schon einige Verbesserungen. Wir haben natürlich HD-Texturen, wir haben, keine Ahnung, wir haben besseren Sound, wir haben Widescreen-Fix, also wir spielen das hier in 1440p. Ist natürlich keine super Grafik, klar, aber ich glaube, das ist so das Beste, was man mit Mods rausholen konnte. Und ja, ich dachte, komm, Mafia hast du super lange nicht mehr gespielt, das ist bestimmt 10 Jahre her, dass ich es gespielt habe oder noch länger. Und man sieht hier übrigens auch hier die Models der Waffe und Anti-Aliasing, Achtfaches und so weiter, wird hochgestellt. Also ja, ich dachte mir, komm, hast du lange nicht gespielt, packst du die mal wieder auf den Channel. Teil 2 war auch super, Teil 3 habe ich nie gespielt, soll aber auch nicht so geil sein. Und ja, ich habe hier schon mal mein Profil erstellt, ein bisschen an der Steuerung, in den Optionen rumgeschraubt. Und ich würde sagen, wir können jetzt mal direkt loslegen, oder? Mit dem Prolog. Die Ladezeiten dauern ein bisschen, weil ich hier auch Shader drin habe und so weiter, aber die werde ich rausschneiden, wenn es zu lange dauert. Now we that are strong are to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Mafia. Thank you.
starten wir jetzt hier mit dem eigentlichen Prolog. Detective Norman, can I join you? Sorry for the delay, but I didn't want anybody seeing me, if you know what I mean. What can I get you, sir? Just a coffee. Coming right up. It's not my habit to sit with people like you. Got a business proposition for you, Detective. I ain't no businessman. And even if I were, I wouldn't be doing business with the likes of you. I don't usually do business with your kind either. But this is a bit of a strange deal. Good for you and your superiors, and good for me. It concerns a certain kind of trade. Trade? Well, let's just say that I hold a high position in a not-so-legal organization. It's just the kind of organization people such as yourself would like to know a lot about. And I, on the other hand, for certain reasons, don't want... Your coffee, sir. Thanks. I have my own personal reasons why I don't want to be associated with this organization. It ain't too easy to leave this kind of business, if you know what I mean. I think I know where you're coming from. You'll get a bullet in your head if you don't disappear quickly, right? That's not the only reason. Got any kids, Detective? I've got a wife and daughter. I don't want them to have any problems because of me. Yeah, well, I ain't just gonna hand out protection to any wop crook. You should have thought about them kids before, cause I... Sure, sure. Listen, I don't want something for nothing. So here's the deal. Does the name Salieri mean anything to you? Salieri? It damn well does. You got something to come with him? You could say that. I've worked for him for several years. Now he wants to rub me out. If you protect my family and me, I'll tell you everything. Names, dates, accounts, everything. Enough to put him away for life. I ain't Santa Claus. If I go to the chief with this, I need to know everything you know. And I have to be sure you'll testify in court. Sure. If you ain't in a hurry, I'll tell you my whole story. And all the deals I've worked on over the years. Okay. I've got time, and I'm listening. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Ich erzähle gleich noch ein bisschen was zu dem, zum technischen Kram. Ich will nur nicht während der Cutscenes labern. Es gibt ein paar Sachen, die mir gerade aufgefallen sind im Gegensatz zu heute Morgen, meiner ersten Session. Herbst 1930. I used to be a taxi driver. Even though I wasn't making much and I worked from dawn to dusk, I was glad to be working. It was a bad time and some other people were worse off than me. It was that very taxi that drew Salieri's people to me in the first place. One day I was on my break and I was just hanging out. Suddenly, I heard a tremendous crash. Sam! They got me! Damn it! Climb up and move. There's a taxi. We'll be okay. It was clear to me that these guys had to get out of there fast, so I thought it was best to cooperate, rather than ending up with a hole in my head. Move it. Come on! Where to? Anywhere! Fast! Hope you're damn fast. Faster than Sam here was. I burned rubber out of there like a bat out of hell. It didn't matter where, just away from those gentlemen who were chasing my new customers. Now listen carefully. Whoa. You gotta shake these clowns behind them. If you don't do it, then we're done for. Yeah. It's you. Step on it, kid.
Whoa, 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 what the right, fuck? Get him real once in a while. What? Take this! Take this! Okay, wir gehen die Action rein. I'll kill you! Shoot him, Sam! Scheiße. Can't you go any faster? Ja, ich drück schon drauf, Mann. Now shoot your head off! Drück schon drauf. Move it, or I'll waste you before they do. Oh, sind die immer noch hinter mir? What? Idiot, go! My taxi! Scheiße! Idiot, go! Ja, ich war ja schon. War ja schon. Great! Okay. We made it! Good work, brother. Now take us to Salieri's bar. I'll show you the way. Okay, bring die Gangster zu Salieri's Bar. Moment. Hier ist die Karte, das heißt, wir können jetzt noch fahren. Okay, okay. Hier, wir müssen die Kamera ändern. Wow. So ist es normal. So finde ich es eigentlich ganz gut. So ist auch nicht schlecht, oder? So sieht man noch ein bisschen mehr vom Geschehen. Ja, also kurz mal die eine technische Sache. Wie ihr seht, spiele ich das Spiel auf Englisch, aber mit deutschen Untertiteln. Und heute Morgen war halt alles komplett deutsch und ich wollte es eigentlich lieber auf Englisch spielen. Also die deutsche Synchro war auch ziemlich gut, aber Englisch ist meistens bei solchen Spielen immer geiler. Aber ich wollte halt die Untertitel auf Deutsch haben, das ging nicht. Und jetzt, nachdem ich die Mods richtig installiert habe, ging es auf einmal. Ja, also das ist schon mal ganz gut. Okay. So. Ich habe hier, auch Shader und so weiter installiert. Deswegen ruckelt es manchmal vielleicht ein bisschen. Ich werde versuchen, den beim nächsten Mal irgendwie ein bisschen runterzuschrauben. Und ich habe auch achtfaches Multisampling draufgeschmissen. Vermutlich reicht. Wow. Vermutlich. Oh, was ist das denn? Vermutlich reicht da das Vierfache auch aus. Warte mal, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ich muss dahin. Weil achtfaches Multisampling kratzt schon echt gut an der Hardware. Okay. Taking a bit long, ain't it? Ein bisschen lang, ja. Also oben rechts kann man übrigens sehen, das ist die Uhrzeit, ne? Und der rote Kegel da drin, habe ich rausgefunden. Heißt, so viel Zeit haben wir, um die aktuelle Aufgabe abzuschließen. Ja, wie gesagt, ich habe heute Morgen schon mal ein bisschen gespielt, geguckt, ob es läuft und so weiter. Ich dachte, ich hätte die Mods installiert, aber wenn ich jetzt halt so sehe, nein, ich hätte sie definitiv nicht installiert. Vor allem waren das Tachometer da unten und die Anzeige oben links, die Map, die war ganz anders. Die war halt nicht hochskaliert und keine Ahnung. Scheiße. Die Models der Autos. Hier sieht man noch die Schusslöcher in den Autos. Die gab es auch nicht. Ja. Ich habe nicht wirklich viel gespielt. Ich glaube, so ein Stündchen habe ich gespielt. Ich habe noch die Einführung gemacht. Das ist mehr so ein Tutorial, wie man halt spielt. Also hat nichts mehr mit der Story zu tun. Das habe ich natürlich jetzt geskippt. Und wir können direkt die Hauptaufgaben machen. Die sind auch gleich da. Finally, we're home. Wait here, friend. Sam will get you a little something from Mr. Salieri. Thanks for your help. Guck mir die Sahnen.
Und die Musik in dem Game ist halt auch echt gut. Mr. Salieri would like to thank you as well as myself and Paulie. It's compensation for the damage to your car and your services. It should be enough. Yes, of course. Thanks. Give my regards to Mr. Salieri. Mr. Salieri wants you to know that he is very grateful to you. If you ever need anything, you can come back and ask for help, because Mr. Salieri doesn't forget about friends who have helped him out. If you're interested, maybe we could find a job for you here. And it would pay well. We always have positions for guys as good as you. Okay, okay. I'll think about it. Thanks. Really, thanks. I'd better go to fix the car and so on. All right. I understand. Just think about it. And I hope it's clear that this matter is only between ourselves. You take care, kid. When I opened the envelope, I almost had a heart attack. There was more than it would cost to do the repairs, but I didn't for a minute think about their offer. I didn't want to join some criminals, even if they had all the money in the world. It's better to be poor and alive than rich and dead, right? I was going to get my cab repaired and try to forget it all as soon as possible. As my mother always said, you can never predict what God has in store for you. Auf der Flucht. Ja. Okay, die Ladebalken gehen aber eigentlich relativ flott. Also vorhin, als ich es mal getestet habe, da ging es noch echt super lange. Hat es irgendwie 5 Minuten gedauert oder so. Hey, could you take me to the church downtown, please? Okay, ja. Okay. Bringe deinen Fahrgast zur Kirche in downtown. Ja, jetzt spielen wir Taxi-Simulator. Are you sure we can drive here? Ja, klar. Das heißt, wir fahren nicht nur ein oder zwei oder drei, sondern wir fahren irgendwie 4 oder 5 Taxifahrten. Es soll halt dazu dienen, die Map ein bisschen besser kennenzulernen. Was ich kurz noch machen muss, ist etwas an der... Wow. Dafür haben wir Zeit, etwas an der Audio zu schrauben. Und zwar sind die Soundeffekte mir ein bisschen zu hoch. Und Musik auch. Autos kann ich so lassen. Sprache ist gut. Ich denke, das ist okay so. Die Fortsetzung. So. Ja, der Pauli eben, den wir, also einer der beiden Gangster, der wird übrigens von Joe Pesci gesprochen. Und der sieht auch aus wie Joe Pesci. Also die haben den nachempfunden. Die kennt man unter anderem aus so Gangsterfilmen wie Casino oder Goodfellas. Das finde ich eigentlich ganz cool. Auch in Deutschland hat er die deutsche Original-Synchronstimme. Das ist ganz cool. Nee, aber sieht auf jeden Fall deutlich besser aus als heute Morgen. Und ich weiß noch so, ich habe heute Morgen noch so gesagt, boah ja, sieht voll gut aus, bla bla bla. Kennst du ja, wenn man es glauben will, dann glaubt man es. Naja, aber jetzt sehe ich es einmal. Aber das ist schon eine verdammte Arbeit. Die ganzen Models und so weiter neu zu machen und zu verbessern. Ja. Da denke ich wirklich vielleicht beim nächsten Mal nur vierfaches Anti-Aliasing benutzen und kein achtfaches. Weil hin und wieder ruckelt es doch ein bisschen, vor allem wenn er so um die Kurve fährt manchmal und dann... So, hier sind wir. Okay, drop me off here at the steps. Alles klar. Thanks, here's the fare. Hammer. So, der nächste. Are you taken? I need to go to the hospital and you are. No problem. Are you taken? So, wir müssen nach oben, okay.
Wow, ist das Polizei? Das ist Polizei, oder? Shit. Da muss man ein bisschen aufpassen. Weil die Polizei hält einem wegen jedem Scheiß an. Du musst halt gucken, dass du, während du draußen rumläufst, darfst die Waffe nicht sichtbar haben. Und so weiter. Ja, ich dachte das. Am besten gehen wir hier. Das war eigentlich scheiße. Egal. Ja, das Spiel war damals, 2002, wurde das als eines der besten Games des Jahres gehandelt. Es war halt immer so ein GTA-Konkurrent. Ich meine, sind ja Ähnlichkeiten vorhanden, also die Open World hier und naja, man kann halt rumfahren, rumlaufen, whatever. Aber die Story war halt einfach, fand ich, deutlich besser inszeniert, halt auch realer und so weiter. Boah. Ich sollte mal, glaube ich, so einen Geschwindigkeitsbegrenzer einführen. Moment. Problem ist... Ja. Shit. Ich sag's noch. Scheiße. Jetzt muss ich stehen bleiben. Und das Ding bezahlen. Oh mein Gott. Ich bezahle. Muss ich aussteigen? Ja. Moment, da fällt mir gerade was ein. Und zwar... Die Aktionstaste ist E. Ja. So. Okay, jetzt muss ich bezahlen. Okay, Officer. Okay, was ist das? Ich hab noch zu tun. Ja, was ich gerade sagen wollte, man sollte einen Geschwindigkeitsbegrenzer einführen, und zwar macht man das so. Jetzt sehen wir da unten rechts 60 Kilometer pro Stunde. Mit mehr fährt er jetzt nicht. Ging gerade nochmal so gut. Hier passiert. Hier ist es. Drop me off in front of the entrance. Alles klar. Thanks. Here's the fare. Thanks. I'm lucky you're here. I need to get to the theater on Central Island. Take the Giuliano Bridge so that we can get there quickly. Whatever you want. So, Giuliano Bridge. Yeah. Wow, hier ist gerade gehackt, okay. Jetzt ist hier aber auch echt viel Betrieb. Shit. Giuliano Bridge. Boah, hier ist gerade echt viel los. Okay, jetzt merkt man auf jeden Fall, dass es gut ruckelt. Warte mal gerade. Ja. So, die Giuliano Bridge, dann müssen wir da unten drauf. Jetzt, wenn wir Taxi-Simulator spielen, kann ich hier wenigstens mal einen Twix reinziehen. Ich habe unglaublich Bock auf einen Twix gerade. Fuck. Moment kurz. Okay. So, dann müssen wir auf die Brücke drauf. So. Ja, sieht schon ganz cool aus. Wir sind halt wieder in irgendeiner fiktiven Stadt, in Lost Heaven.
wie bei GTA auch, zum Beispiel Liberty City, und ich glaube, die ist auch wieder New York nachempfunden. Au! Do you even know how to drive? Was? Hast du gesehen? Ich war das überhaupt nicht. Was ist das denn für eine dumme Alte? Ups, ja gut, das war ich. Ja, da winkt schon der Nächste. Here's the money. Goodbye. Good day. Could you take me to Hoboken, the Pompeii bar? Of Good course. Thing. Get in. Und wieder auf die Brücke hier zurück. Ja, ich hoffe, es ist kein Problem, wenn ich hier mit englischer Sprachausgabe spiele. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das ändern kann gerade. Ich glaube, durch die Mods kann man das sogar nur machen. Aber manche Spiele spiele ich einfach lieber auf Englisch. Und ich habe ja deutsche Untertitel, ich meine, das sollte alles okay sein. Aber sieht schon krass aus, also wenn man jetzt mal glaubt oder überlegt, dass das Spiel eigentlich 15 Jahre alt ist, 15 Jahre, und es sieht trotzdem noch so gut aus, wie es jetzt ist, also mit den Mods halt, das ist schon echt erstaunlich. Boah, der will da ganz in die hinten die Ecke, okay. Nein, ich fahre jetzt. Okay. Manchmal rammen die einen einfach so weg. Und dann der Fahrgast wieder, ja, können Sie nicht aufpassen? Lassen Sie mich raus. Heute Morgen habe ich aus Versehen einen Passanten umgefahren, während ich einen Fahrgast hatte. Und ja, fand der nicht so geil. Hat da ein bisschen gemeckert und dann ist er ausgestiegen. Dieses Taxi-Ding, ey. Okay, wir können hier rein. Nein, nein, nein. Ich kann auch hupen. So, hier. Alles klar. There you go. Keep the change. I need to get to the department store car lot in Little Italy. Can you take me there? No problem. Get in. Go across the Giuliano Bridge and then through the tunnel. Shit. It's the shortest way. Ouch! What are you doing? Ouch! Ouch! Okay, der will jetzt ganz woanders hin. Da muss ich erstmal wieder über die Brücke. Ich kann hier schon hoch. Das heißt, wir fahren jetzt quasi den Weg wieder zurück über die Brücke und dann geht es in den Tunnel rein. Und das ist, glaube ich, auch die letzte Taximission gewesen. Ich habe mich heute Morgen schon aufgeregt, ey. Ja, da wird man so mit dem Spiel, ja, Mafia, Original, Amerika, 1930, Gangster-Flair. Und was machen wir? Taxi. I said over the Giuliano Bridge. Don't you know which one that is? Ha, Alter, ich bin noch unterwegs. Diese Fahrgäste, ne, die sind richtig frech. Habt ihr gesehen, wie teuer so eine Fahrt ist? Also 20 Cent für eine Viertelmeile. Das ist, glaube ich, so ein halber Kilometer oder so.
Das ist schon echt krass. 20 Cent, ey. So, da ist der Tunnel. Ja, blöd, dass man sich im Auto nicht umgucken kann. Da kann man mit der Maus. Also, dass man die Kamera drehen kann, das geht leider nicht. Hoffentlich wieder kein Polizeiwagen. Nein, okay. Also, diese blauen Punkte auf der Map sind Polizeiwagen. Was ist denn hier? Guck mal, wie schnell er fährt. Geht die Musik geil? Man kann hier übrigens auch manuell hoch und runter schalten. Also, gibt alles in dem Spiel. Ja, den zweiten Teil werde ich irgendwann auch noch hochladen, vermutlich. Den dritten weiß ich nicht. Der soll ja eigentlich echt nicht so geil sein, aber den habe ich auch noch gar nicht gespielt. Mal gucken. Oh Gott. Ja, wenn ich so um die Kurven fahre, da hakt es dann so ein bisschen. Und wenn halt ganz, ganz viele Fahrzeuge unterwegs sind. I nearly broke my jaw. Ach, come on, das waren 5 km/h oder so. Diese Fahrgäste sind aber auch Pussys. Okay. Hier. Such a big car lot and you missed it. Was? I need to get out of the car lot. Ich stehe hier auf dem Parkplatz. Jetzt. Come on, hier. This should cover it. Keep the change. Jesus. I need a coffee break. Boah, ich auch, ey. Auf der Flucht. Das Foto sieht schon mal gut aus mit dem Baseballschläger. I had a cup of coffee and relaxed in the car. While I was waiting to see if I could get another customer, I noticed I wasn't far from Salieri's bar. Jesus. No. We got you, you little rat. Mr. Morello's pretty angry with you. We're gonna have to teach you a little lesson so you remember that it ain't right. Those bastards remembered the license plate of my car and took it on themselves to hunt me down. Lou here will fix your face a little. Shit. Okay, fliehe jetzt zu Salieres Bar, suche Deckung. It was clear to me that I had to get out of there fast. I couldn't handle that animal on my own. I said to myself that now was probably the right moment for Mr. Salieri to show his gratitude. Salieri's Bar was just down the street, and the sight of it was certainly a lot nicer than a baseball bat in my head. Ah. Die Musik ist Hammer. Ah, verstehen. Ich versuche gerade, die mega Ausweichmanöver zu vollführen. Die Musik ist aber auch mega geil gerade. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich renne mal hier hin. Hoffentlich fährt mich keiner um. Scheiße. Okay, hier haben wir eine. Hier müssen wir rein. Boah. Shit. Er pisst hier erstmal hin, okay? Scheiße. Okay. Ich bin heute Morgen falsch gelaufen, ich bin eben gerade ausgelaufen heute Morgen und dann war eine Sackgasse. Deswegen habe ich mir das mal gerade gemerkt. Hilfe!
Okay, hier geht's rein. Immerhin können wir unbegrenzt laufen. Noch sieht's okay aus, aber es wird ein bisschen eng. Ah, hier ist die Bar. Geil. Scheiße, jetzt aber rein da. Die gehen einfach rein. Okay. Das war ein kurzer Besuch. Nicht, warum die einfach reingegangen sind. Ich meine, die müssen doch wissen, dass das alles voller Gangster ist. Salieri's boys saved my skin that time, but I certainly wasn't in a good situation. I had paid off my debts for the car repairs, but my boss didn't want to employ anyone who's in the mob. It just wasn't good business. When I saw the fancy getup of Salieri's boys, I thought that it can't be too bad to work for them. Besides, I had nothing to lose. Morello was out to get me, so driving a cab wasn't the best job. Plus, the prospect of Salieri's dough wasn't so terrible. So like I always say, better to die young and loaded.